Also Steffi und ich, Steffi ist hier bei der Kamera, wir schauen uns mal Lost Places an und dachten uns, wir möchten die Teile aussehen. Jetzt waren wir schon mal in 1-2, haben uns aber nicht gefilmt, fand das ziemlich cool. Und ey, wir filmen es jetzt auch. Was wir ein bisschen anders machen wollen, wir haben immer eine Drohne im Gepäck. Wir wollen das auch so ein bisschen von oben machen, genau, wir sind nicht mehr so drin. Ist natürlich so ein bisschen heikel, weil gerade da, wo es so ein bisschen nicht klar ist, ob man gerade da sein darf, wenn er dann mal in die Luft steigen lässt, könnte es natürlich schnell entdeckt werden. Deswegen probieren wir das jetzt heute hier mal. Wir sind hier in irgendwo an einem alten Militärgelände. Wir suchen jetzt mal den Eingang und gehen da einfach mal rein. Wie ihr seht, der Tor ist offen. Das heißt, für mich herzlich willkommen. Da gibt es Kaffee zu. Also gehen wir mal so ein bisschen rein. Ja, da vorne ist noch Halle. Da gehen wir später auch mal rein. Da müssen wir so ein ich glaube, da kommen wir schon wieder raus, ne? Ja, ich habe auch so, dass der ausgeht. Da gehen wir nicht einmal rum. Ich war mal hier, aber ich glaube, da ist nichts. Oh nein. Hier könnten wir leider erstmal die schöne Aufnahme von oben. Mhm. Oder? Ja. Spitzmäßig starten wir dann. Das ist mal so krass. Das ist die. Ja. Hm. Ja, da möchte ich auch ordentlich rein. Machen wir hier um die Ecke. Ich bin auf dem Weg. So. Kleine Halle. Ja, ich merk's. Schauen wir hier noch rein.
sehr einladend. Prinzessin. Ja, mein Zimmer. Ja. Nette Aussicht. Ja. Aber schon ziemlich geil hier, muss ich schon mal sagen. Also, oh. Wir gehen jetzt mal wieder zurück und schauen mal, ob wir die alte Kirche finden. Hier soll ja auch ein altes Kino sein. Allerdings weiß ich nicht so recht, ob wir das heute noch schaffen. Man sieht zwar noch ziemlich hell aus, aber geht ja der ratzfatz, dann ist es so dunkel. Und dann wollen wir da nicht in den alten Dingern rumtouren. Ich habe so das Talent, dann ziemlich derbe auf die Fresse zu fahren. Erwachsen sind. Und man wird tatsächlich fast dran vorbeigehen. Hier werden Fotos gemacht, ganz wild. Ich gehe jetzt einfach mal vorbei. Spooky. Ich will mal gucken. Ja, mal gucken, ob ihr überhaupt was sehen könnt. Okay, ich sag mal so, eine Nacht will ich hier auch nicht alleine verbringen. Wenn man hier durchs Fenster guckt, dann ist schon das nächste Gebäude. Das ist so ein riesen Wind hier. Da, thank you.
Ui, da vorne steht ein mega... Oh, guck mal, was ist das? Der Funkturm ist da. Und da ist die Kirche. Uiuiuiui. Also ich würde sagen, da gucken wir doch mal, ob wir da irgendwie reinkommen. Ich sag mal so, ja. Wo ich halt echt ein bisschen verwirrt bin, sind nicht gerade auf dem anderen Weg an der Kirche vorbeigegangen. Mhm. Ach, hier sind zwei Kirchen. Okay. Ne, die muss hier parallel. Ja, ich glaube hier durch. Muss die sein. Wir sind jetzt in der Nähe. Baumstämme gestimmt. Ja. So, da müssen wir jetzt irgendwie definitiv hin. So. Ich denke mal, hier geht's durch. Sehr, sehr geil. So, dann gehen wir mal in die alte, nicht mehr so sichere, verlassene Kirche. Ja, komm, wir gehen hier mal rein. Mega geil. So, hier vorne. Schön, da ist er. Sehr, sehr geil. Da gehen wir gleich hoch. Soll ich sie einmal hier drin fliegen lassen? Soll ich sie einmal hier drin fliegen lassen? Aufpassen, dass hier nichts hoch und ab geht. Oder meinst du, da geht's auch irgendwo hin? Guck du da vorne doch. Also hier können wir uns doch trennen, oder? Ist das schlimm? Das sind oft die letzten Worte in Horrorfilmen. Das sind Tänke. Natürlich, gute Idee, wir trennen uns. Tschüss, Chris, dann. Hier gibt es Winkelspinnen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich gehe mal da hinten gucken. Thank you.
jetzt gehen wir nochmal auf den Turm. Komm, wir gehen einmal gucken. Hallo, nicht erschrecken, wir kommen. Einmal gucken. Das sind nur zwei Etagen. Jetzt komm. Wegen der Höhe? Wegen was denn? Lass uns jetzt, bevor es gleich ganz dunkel wird, einmal hochgehen, gucken und dann abhauen. Linie. Ja. Alles gut. Hier ist auch niemand. Ja, jetzt sind wir hier oben. Ach, schon geil hier oben. Aber man sieht schon nur Wald. Ja, nee, ich auch nicht. Aber soll nur mal auf Atem nehmen. Da oben, ich weiß nicht, ob man sieht. Das ist die zweite Kirche. Wir werden auf jeden Fall nochmal wiederkommen, aber jetzt ist echt zu dunkel. Frau Scheiße, gerade ein bisschen in Hose. Aber wir sind schon Lichter an der Straße. Ich denke, wir sind hinter da. Ja, jetzt der Tor zu. Dann will uns jemand hier die Nacht drin behalten. Ja. Lauft um euer Leben. Ja. So. Was sagst du? Ja, erst wenn der Axtmörder da steht. Tatsächlich. Ja. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Scheiße, der Tor ist wirklich zu. Mach das Licht an. Bitte? Also, wir sind jetzt wieder im Auto. Wurde noch ein bisschen spannender, als wir eigentlich wollten. Ich habe auch sogar ein bisschen Aua. Man kann nichts sehen, ich mache mal Licht an. Ja. Und zwar, hier, guck mal. Zeig, zeig, zeig. Aua. Aua. Ja. Und zwar war tatsächlich das Tor zu. Steffi habe ich noch mit Räuberleiter über den Zaun drüber gekriegt. Ich hätte vielleicht mal drüber nachdenken sollen, was passiert, wenn ich noch auf der anderen Seite bin. Der Dicke springt immer irgendwann ins Zaun. Naja, auf jeden Fall nach einigen Versuchen und starken Verletzungen bin ich nicht über den Zaun gekommen und habe mir schon überlegt, was du jetzt machst. Und dann habe ich auf einmal Lichter in der Ferne gesehen.
und dachte mir, ja scheiße, wenn es ein Wachdienst ist, dann haben die wenigstens Schlüssel, also ruft die mal. Und dann waren das aber die 5 oder 4 Jungs und dann eine Mädel, die wir zwischendurch immer auf dem Gelände gesehen haben. Ich glaube, die haben alle Parcours gemacht, weil die Kerle, die sind mal eben so zack, zack, auf die Mauer, zack, drüber. Scheiße. Aber das Mädel wollte da auch nicht so recht drüber. Und dann ist einer der Typen einmal den Zaun abgelaufen und so nach 30, 40 Metern war tatsächlich ein Loch im Zaun. Das wäre wohl auch meine nächste Option gewesen, aber die haben mir die Suche abgenommen. Und da war ich denen sehr dankbar für. Der hat uns dann von außen, ist er wieder nach innen gekommen und hat uns nach außen geholt. Sehr, sehr geil. Ja, das wird uns eine Lehre sein, dass wir uns irgendwo vorher immer einen Rückweg vorher im Hellen ausmachen, weil ja, meine Frau, die jetzt gerade hier filmt, die hat richtig Spaß. Und wir haben ein geiles erstes Abenteuer und jetzt schneide ich das mal alles zusammen. Und ich hoffe, das hat euch dann gefallen. Also, Daumen hoch, Abo da lassen, wir machen das jetzt öfter. Boah, und jetzt muss ich erstmal on put.